Achim Weidner heute in Frankfurt am Main mit Andreas Rust am Opernplatz. Wir wollen heute mal ein bisschen zu dem Thema China sprechen. Und zwar ist mir Folgendes aufgefallen, Andreas. Wenn man über die Fressgasse kommt, sieht man den großen Tech-Tempel von Apple. Und wenn man hier im Bankenviertel, sozusagen im Finanzdistrikt von Frankfurt unterwegs ist, sieht man an einigen Ecken schon BYD. Das heißt ja, erfülle dir deinen Traum. Während so Opel, Mercedes, wie die alle heißen, irgendwie in Gewerbegebiete abgewandert sind. Ich wollte dich als Frankfurt-Kenner mal fragen, wie du die Chinesen hier in Frankfurt als, nicht als Touristen, aber als Geschäftsleute aus diesem geschäftlichen Zusammenhang wahrnimmst. Na gut, sie treten hier in Frankfurt natürlich nicht nur deswegen auf, weil Frankfurt mitten im Zentrum von Europa liegt und eine gute Verbindung für sie darstellt, auch in ihre Heimat zurückzufliegen und hier Geschäfte zu machen. Der Grundsatz ist ganz einfach im Prinzip. Frankfurt war immer eine Handelsstadt, eine freie Stadt, freie Reichsstadt mit eigenen Zöllen. Deswegen gibt es auch die ganzen Türme. Und die Chinesen nutzen das, wie viele andere auch. Vor ihnen, Jahrhunderte vor ihnen, die ersten, glaube ich, die Italiener. Und jetzt ist das eine große Wirtschaftsmacht, die dann natürlich diese zentrale Location positiv nutzt. Zu dem Gedanken, warum jetzt gerade chinesische Automobilhersteller die besten Lagen nehmen. Ja, ist klar, weil sie sich dementsprechend auch bestens positionieren und präsentieren möchten. Aber kommen wir wieder zu den Chinesen hier so als Wirtschaftsleute zurück. Ich habe ja gelegentlich da in unserem Verein, in dem Technologie- oder Innovationszentrum Rhein-Main mit denen zu tun. Und in dem Gespräch gestern haben die zum Beispiel Folgendes geäußert. Sie haben Angst vor den Grünen. Ja, ich habe aufgrund deiner Empfehlung vor vielen, vielen Jahren den Kontakt nach Raunheim. In Raunheim sitzt der Verein, ja, mit dem Herrn P. dort auch Kontakt aufgenommen. Ja. Und der hat, glaube ich, eine sehr, sehr gute Analyse über Deutschland schon damals angestellt. Er hat gesagt, solange Deutschland eine gute Infrastruktur bietet, das ist ja das Thema, was wir jetzt in Berlin haben, solange das gegeben ist, die saubere Luft, das saubere Wasser, das gute Klima, die schönen Berge, natürlich auch die touristischen Ziele, werden die Chinesen hier verstärkt auch präsent sein. Mit der Schwäche der Infrastruktur sieht man jetzt am Beispiel Bahn ganz, ganz deutlich. Das sind ja 20, 30 Jahre verschlafen worden. Ich glaube, die Privatisierung war vor circa 20 Jahren. Nur die guten Teile privatisiert, die Cash-Cows sind. Und die schlechten Teile hat man dem Bund überlassen. Also der Regierung, der Bundesregierung. Und ich glaube, da liegt ein Grundsatzfehler. Und die Grünen, da glaube ich, die Chinesen, die ich in Frankfurt am Main erlebt habe, die jetzt Wohnungen, Häuser gekauft haben, sind total verunsichert. Total. Die nehmen das alles sehr genau wahr, seismografisch wahr, sehr feinsinnig wahr und interpretieren das auch richtig. Sie sind eigentlich nicht gewünscht. Den Eindruck hat man auch. Also da hat man, wie gesagt, eine Verängstigung weniger, sondern eine Verunsicherung. Ja. Weil sie natürlich das schlecht einschätzen können, dass die Grünen China als Diktatur brandmarken und der Bundeskanzler drei Tage später mit einer großen Wirtschaftsdelegation in Peking aufschlägt und sagt, es ist alles in Ordnung. Also das ist natürlich ein Widerspruch. Das ist ein Widerspruch in sich. Das ist eine absolute Katastrophe. Das geht eigentlich auch nicht, ja. Passt auch gar nicht jetzt lassen wir mal die Bundesregierung weg, Achim, ganz bewusst. Ja. Nehmen nur Frankfurt am Main. Frankfurt am Main war und ist eine internationale Handels- und Wirtschaftsstadt. Ich würde nicht Metropole sagen, ich glaube, wir sind die kleinste Metropole auf dem ganzen Planeten. Ja. Ja. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass diese Willkommenskultur, die wir immer hatten, und jetzt nicht Willkommenskultur für Asylsuchende, sondern Willkommenskultur für Menschen, die eben den Handel und Wandel dieser Stadt weiter voranbringen und tragfähig machen. Auch dafür sorgen, dass die Gewerbesteuereinnahmen kommen, etc. Das sind die entscheidenden Punkte. Da muss die Stadtregierung handeln. Die Landesregierung macht mittlerweile sehr, sehr viel durch die Wiederwahl in Boris Rhein. Es sind sehr viele kleinteilige Aktionen, aber nicht nur Aktionen, auch Sachen, Schritte vorgesehen, die sicherlich zum Ziel führen. Aber wir haben ja ein föderales System. Stadt, Land und Bund. Das muss gemeinschaftlich funktionieren. Die Stadt muss Impulsgeber sein, vorantreiben und die Chinesen nicht als Gefahr sehen. Dass man dann das Thema Demokratie, Autokratie, Diktatur,
Menschenrechte anspricht, ist außer Frage. Das kann man mit denen auch diskutieren. Die Antworten auf ihre Weise, ein bisschen verklausuliert, ganz schlau, aber man kann das ansprechen. Die haben ihre politische Auffassung, wir haben unsere politische Auffassung. Aber in dieser immer kleiner werdenden Welt durch die Digitalisierung kann es eben nicht sein, dass wir Menschen einfach ausgrenzen. Was uns als Verein oder als Akteure auffällt, wir sind ja öfters hier in den Hotels rund um die Innenstadt Frankfurter Hof eingeladen zu solchen Präsentationen von ganzen Regionen, die ja die Größe haben wie das ganze Rhein-Main-Gebiet plus die größeren Städte Mannheim, Karlsruhe und was da sonst noch ist. Ja. Die wollen also nach Europa kommen, kommen natürlich über den Rhein-Main-Flughafen, kommen natürlich auch zu uns nach Raunheim, weil wir eine gute Adresse sind von unserem Förderverein. Und was jetzt neu zu beobachten ist, dass jetzt weniger jetzt die Regierung, also die Verwaltungsspitzen kommen, sondern Unternehmerzusammenschlüsse, die jetzt hier Ansprechpartner suchen. Also früher war das immer so, kommt eine große Delegation, der Konsul hält eine große Rede, alle sitzen da, klatschen, zeigen die tollen Filme, wie toll China ist. Aber die suchen Partner, also Investitionspartner, mittelständische Betriebe, wie kommen sie nach Europa ins Geschäft? Also ist bei den Banken, bei den großen Unternehmen jetzt weniger das Thema. Aber der große Renner in China ist Made in Germany. Das wird auch fälschungsweise überall draufgeklebt. Du hast irgendetwas, schreib Made in Germany drauf und es verkauft sich wie geschnitten Brot. Wie geschnitten Brot, genau. Also das heißt, da gibt es einen großen Bedarf auch von kleinen privaten Unternehmen. Jetzt gar nicht mal die großen, sozusagen sich auf nach Europa zu machen. Im Augenblick geht vieles in den Asia-Raum. Und ein Satz ist mir noch aus diesem Gespräch letzte Woche im Kopf geblieben. Die Züge fahren voll nach Europa und kommen leer zurück. Ja. Das ist im Augenblick so die Wahrnehmung in China. Ja, das stimmt auch. Und ich glaube, das hast du auch sehr, sehr gut beschrieben. Dem gibt es eigentlich auch nichts näher hinzuzufügen, außer, dass wir aktiv werden müssen. Und die Reputation, unser Image, Made in Germany, ist besser, als es tatsächlich ist. Ja. Und die Aufholjagd, also nicht nur bei öffentlichen Personennahverkehr, Schiene, ist immens. Ja? Also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir infrastrukturell so weit hinten sind wie die US-Amerikaner. Aber wir haben sehr viel zu tun in Deutschland. Und Gott sei Dank sehen Chinesen und andere Handelspartner Deutschland immer noch positiv und glauben auch daran, dass sich Deutschland berappelt, aufrappelt und wieder zu den Wurzeln, zu dem Kern dessen wird, was einmal war. Ich meine, wir haben immer noch die meisten Menschen, die Erfindungen hervorbringen. Max-Planck-Institut, wir sind Forschungsweltmeister. Nur fehlt ja dann die Transformation ins Umsetzen oder die Transferleistung, besser gesagt, dass man es auch umsetzt, auch mit Partnern, ohne dass die Partner jetzt majorisierend sind. Ich glaube auch nicht alle chinesischen Unternehmen wollen gleich die Mehrheit haben oder Industriespionage machen. Genau. Also diese Negativeinstellung führt ja dazu, dass die Gegenreaktion dann auch negativ ist. Ja. Man muss da erstmal mit einem realistischen, vernünftigen Optimismus rangehen, mit denen auch vernünftig verhandeln. Wenn man dann sieht, dass man nicht zusammenkommt, dann hat man mit Sicherheit eine Schwierigkeit. Ja. Aber es gibt Barrieren, es gibt Grenzen, die muss man deutlich aufzeigen. Man muss versuchen, mit Menschen wie mit dir und anderen Menschen, die eben gute Kontakte dorthin haben, viele Jahre, du fährst auch schon viele Jahre dorthin, also fliegst dahin, und kennst Städte, deren Namen ich gar nicht aussprechen kann. Chongqing, ja, ja 32 Millionen Einwohner. Ich wollte jetzt sagen 9 Millionen, habe ich das falsch gemerkt. 32 Millionen Einwohner. Das kann sich hier so überhaupt keiner in Europa vorstellen. Und in Deutschland glaube ich gar nicht. Ja. Und wir müssen dazu zurückkehren, die andere Seite zu verstehen und zu lernen, sie zu verstehen. Ich komme jetzt mit einem alten, weisen Mann, darf man ja eigentlich gar nicht zitieren, ja. Ich habe nach dem Besuch dem amerikanischen Präsidenten mit seinem amerikanischen Außenminister, der, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, aber vor kurzem gestorben ist, Henry Kissinger, ein Buch geschrieben, 1000 Seiten, furchtbar kompliziert zu lesen, China. Und über diese 1000 Seiten, ich habe sehr lange gebraucht, im Übrigen, bis ich es fertig gelesen habe, Arim, wird sehr genau erklärt, wie die Chinesen ticken. Es war ein sehr schlauer Diplomat, ein schlauer Politiker, der das aufgenommen, verarbeitet und auch transferiert hat.
Also dieses Buch ist ein Masterpiece. Ich will zum Schluss vielleicht noch folgende Beobachtung mitgeben, die finde ich ja ganz praktikabel. Wenn man mit Chinesen unterwegs ist, guckt man immer, wo die hingucken. Und dann gucken die immer zum Beispiel, wenn in Frankfurt am Main keine Rolltreppen im Finanzdistrikt funktionieren oder wenn es dann teilweise aussieht wie Hempel unterm Dach. Also das sind so Kleinigkeiten, wo ein bisschen so der Wille vom Verfall in Deutschland reden, wo man sagen kann, auch da fängt Infrastruktur an, dass zum Beispiel da vor der Deutschen Bank die Rolltreppe nicht funktioniert. Achim, wunderbares Thema. Im Internet, auf Facebook gibt es den Jordanov, der läuft durch Frankfurt im positiven Sinne und zeigt auf, wo dreckiges Betonplatten rumliegen und. Der hat das Auge für die Kleinigkeiten, das haben wir beide gar nicht mehr, weil wir sind es gewöhnt. Wir sind es gewöhnt. Und ich habe selber Erfahrungen gemacht, natürlich weniger oft als du jetzt, du hast da bessere Kontakte. Ich habe dieselbe Beobachtung gemacht, nicht nur Chinesen, sondern viele andere ausländische Gäste, Geschäftsleute, Touristen, die gucken sich den Boden an, das sieht schlimm aus. Ich war vor einem Jahr ungefähr, weiß ich nicht genau, in Polen, da ist jede Straße wie geleckt. Also die Polen sind jetzt deutscher als die Deutschen und wir haben hier den Dreck. Also das ist diese Kleinigkeit, auf die kommt es an. Unser Wohnzimmer sind unsere Plätze. Öffentliche die Plätze, genau. Müssen wir gestalten und sauber halten. Um das mit Friedrich Merz zu schließen, es reicht. Ja, es reicht, aber ich finde, das ist zu kurz gesprungen. Man muss immer dazu sagen, warum es reicht. Gut. Andreas, ich danke dir für unser Gespräch hier vor der alten Oper in, Achtung, Frankfurt am Main. Und wir werden das Gespräch sicherlich zu anderen Themen der Zeit, die uns bedrücken oder begeistern, fortsetzen. Ich danke dir, Achim, dass du nach Frankfurt am Main gekommen bist. Vielen Dank.